Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Star Wars hier, die Power Battles. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier und hatten ja weiter unsere Jedi-Runde gemacht quasi. Und ja, ich habe mit den dreien hier jetzt schon das erste Level durchgespielt und ich kann sagen, sehr abwechslungsreich. Und dann würde ich mal sagen, bleiben nur noch Obi-Wan Kenobi und Adi Gallia übrig. Da würde ich mal sagen, Obi-Wan, hau rein. Ab auf das Handelsföderationsschiff. Jawohl, ich trinke mal ganz kurz was, liebe Leute. So. Na, gutes altes Apfellimette-Wasser. So, Leute, ja. Weiter geht's hier mit Star Wars. Ja, aber es ruckelt gerade. Wartet mal gerade. So, da bin ich wieder. So, dann Obi-Wan, zeig mal, was du... Ui, was? Das war's? Einen besseren Machtschlag hat er gar nicht, okay. Ja gut, okay. Gut, Leute, da würde ich sagen. Obi-Wan, hi. Obi-Wan, ja. Unser Held hier. So. Der Machtschlag, der ist ja wirklich... Der Machtschlag ist noch schwächer, finde ich, als der von Qui-Gon. Oh, aber der kann hier... Der kann hier eine Triple-Attacke. Ah, okay, ich verstehe schon, Leute. Dann hier, bam. Ah, diese Attacken sind bei jedem Jedi gleich tatsächlich. Und, ja, er hat auch eine Handgranate. Eine ganz normale Handgranate, wie ihr hier seht. Und bam, Leute. Und dann hier, genau. Oh, Leute. Wenn, ja dann. Der kann nämlich dreimal auf einmal schlagen. Das ist auch interessant hier. Bam. So. So. Ja dann. Dann würde ich sagen, ja, Obi-Wan, Leute. Denn es spielt sich auch wieder ganz anders. Und bam, bam, bam. Oh. Bums. So, Leute. Ey. Ach, Leute, das ist doch nicht wahr. Jetzt sterbe ich hier gleich. Oh mein Gott, bitte nicht, ey. Das wäre ja mal oberpeinlich. Im ersten Level Androiden zu sterben. Bam hier. So. Meine Güte. So. Ja, der spielt sich ein bisschen anders, um die Wahn. Ist ein bisschen anstrengender. Aber gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal weiter hier. So. Hi, ihr Droiden. Oh, das ist ein bisschen sehr laut, ne? So. Genau, Leute. Und ja. Dann freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid bei Star Wars hier, die Power Battles. Wie wir jetzt hier mit Obi-Wan weitermachen. Ja, das ist... Ja. Aber ich habe das Gefühl... Wartet mal, ich muss mal gerade... Ich habe das Gefühl, dass der noch ein bisschen stärker ist hier, weil... Bei dem gehen nämlich die Droiden direkt platt. Die waren bei den anderen bis jetzt nicht direkt platt. Ja, gut. Na dann. Ja, aber das, dieser Machtstoß... Ich meine, der ist ganz in Ordnung. Aber es ist halt... Es ist halt auf einen Gegner nur gerichtet und nicht auf mehrere. Das fand ich bei den anderen Jedis schon besser. Aber... Ja, meine Güte. Man kann doch nicht alles haben hier. So, dann... Ja, das ist... Das, der kann sehr leicht verfehlen, dieser Machtstoß. Ne? Das ist... Und bam, genau. Und dann hier. Das ist das Gute an dem. Wenn ich nämlich diese Laufattacke mache hier. Bam. Da sind die nämlich fast alle kaputt mit einem Schlag hier. Also bam. So. Und seine Dreieckattacke ist ganz cool. Der sagt dann immer, ja. So, Leute. Dann. Ich sage, machen wir weiter hier. Und... Ja, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. So.
hier in dieser Corona-Zeit. Ja, was soll ich hier, was soll ich noch sagen? So. Druidikas. Ja, dann komm. Komm mal her. So. Und bam. Genau. Hier sind die anderen. Hi. Halt die Klappe. Niemand gettet uns hier. So, und dann sind wir auch schon bei der Maschine. Genau, Leute, so schnell kann das gehen. Oh Mann. Ja. Diese Metallmaschine mit Augen. Ja, das ist auch irgendwie lustig, ne? Die Metallmaschine, die Augen hat hier. Ja, komm. Du bist so komisch. Ja, gut, okay, Alter. Ich weiß nicht, warum der Augen hat, der Typ hier. Der hat auch so einen Knopf in der Mitte, ne? So. Ja, gut, aber das passt schon soweit. Ja, ja, Leute. Wie gesagt, freut mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Ich meine, es ist jetzt quasi tatsächlich die vorletzte Folge dieses Projektes. Es ist so. Und da hoffe ich, dass möglichst viele von euch auch noch dabei bleiben. Wie es hier aufs Ende zugeht. Meine Güte. Kann man hier vielleicht irgendwas hier oben irgendwas machen? Nein, okay. Gut, dann. Bam! Das war doch stylisch, Leute, oder? Das war doch stylisch. Okay. Alles klar, dann haben wir das Ding auch. Erledigt. So. Dann geht's aber hier weiter wieder. Bei dieser lustigen Jump-and-Run-Passage hier. So. Auch hier gilt wie beim letzten Mal geschmeidig bleiben, Leute. Nicht, dass wir hier irgendwo gebrutzelt werden. Das ist uncool. Das ist echt uncool. Aber geschafft. Hallo, nächste Stage. So, dann. Bam. Ja, komm. Ja, ist eigentlich cool, ne? Es ist eigentlich cool, aber man muss halt treffsicher sein bei dieser Machtattacke hier, ne? Aber ich habe das Gefühl, Obi-Wan ist auch ein schneller Kollege, habe ich das Gefühl, ne? Habe ich irgendwie das Gefühl, ja, dass der nicht gerade langsam ist, der Kollege hier. Finde ich aber gut. So hat man zumindest nochmal eine andere Eigenschaft. Und das ist doch mal echt mal liebevoll gemacht hier, oder? Dass man 5 Jedis hat mit verschiedenen Eigenschaften. Ich meine, das hatte man doch sonst nicht. Ach, Leute. Ach, das ist doch nicht wahr. Ja, gut. Ja, komm. So, bam. Bam hier, so. Meine Güte. So. Ja, so kann es halt auch gehen, ne? Also man denkt, man kommt hier relativ smooth durch. Aber dann ist es nicht so, ne? So, dann. Was zur Hölle? Bam. Und dann überlebt er das auch noch, ne? Das ist irgendwie ein bisschen blöd, aber gut. Nicht schlimm. Ich glaube, mit dem Machtstoß von Plo Koon und so gingen die roten Droiden auch nicht direkt kaputt. What the fuck? Hier am besten nicht runterfallen, Leute. Boah. Weil sonst müsste ich wieder alles von vorne machen. Und das wäre scheiße. Aber ja gut. So. So, dann geht's mal los hier. Los, weiter. Weiter geht's hier, Obi-Wan. Komm. Mit Powerlichtschwert. Und hier, bam. Der ist halt sehr schnell, habe ich das Gefühl, ne? Der ist halt echt schnell. So. So, dann hier. Hey. So. Lässt du mich mal. So, Leute. Nächste Stage. Bam. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gut geht und freue mich, dass dieses Projekt nach wie vor zahlreich geschaut wird. Der überlebt eine Granate, das ist doch nicht wahr.
Ja gut. Haben wir aber auch so geschafft. Und diese Machtattacke, ne? Die ist irgendwie nicht so einfach. Nicht so... Oh, Leute. Nicht so einfach zu timen. Du nervst. Weißt du das eigentlich? Du nervst, Leute. Du nervst, Kollege. Ich bin fast tot, ey. Im ersten Level. Was soll das denn? Na gut. Leute. Ihr geht mir ganz schön auf die Nerven hier. So. Aber... Da ist ja das nächste Leben schon. Und ja, wir metzen hier weiter die Droiden ab mit Obi-Wan Kenobi. Ja, macht Spaß auf jeden Fall. Und dann würde ich mal sagen, hier unten war da auch noch einer, ne? Ja, genau. So, beim Bier, so. Und uns. Ja, sehr schön. Bisschen Macht kann man immer gebrauchen. Und bam, ja, so. Hier dieser komische... Ich weiß nicht, was das für Droiden sind, diese silbernen. Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr ja ruhig mal erzählen, wenn ihr wisst, was das für Droiden sind. Ich kann mich an dem Film... Im Film an die Dinger gar nicht erinnern. Aber gut. Leute. So, dann sind wir jetzt hier an dieser blauen Stage. Okay. Dann werde ich jetzt mal versuchen, alles tatsächlich mitzunehmen hier. Und... Na komm. Na komm schon. Was machst du denn, ey? Mensch, Obi-Wan, was machst du denn? Warum triffst du den denn nicht? Du hast doch schon ein langes Lichtschwert. Du hast doch schon ein langes Ding. Na, ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen zweideutig an, aber... Es ist so, er hat ein langes Ding. Schaut euch das an. Oh Mann. Na ja, gut. Egal. Was passiert eigentlich? Ich mach mal hier ein Save-State. Dann stirbt man, ne? Ja, ja, das ist... Das ist okay. Dann stirbt man, wenn man da noch reinfällt. Ey, oh Mann. Ja, gut. Und was ist, wenn man da unten drauf springt? Kommt man da hin? Oh! Da verbrennt man. Okay. Alles klar. Aber man stirbt nicht. Das ist auch verdammt interessant. Was zur A? Nein, das nehme ich nicht. Ach, Leute. Und bam. So. Dann wollen wir mal weiter hier. Genau, hier ist ja dieses Imba-Ding, ne? Kompletter Bonus. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Was haben wir hier noch? Macht brauche ich nicht. Ich habe ja Macht. So, dann bam. Genau. Gut, das Mega-Lichtschwert ist nicht mehr. gut. Und bam hier. Und bam hier. Ja, die, das bringt aber nichts, okay. Und bam. Hey, Droide. So. Alles klar. Dann Macht. Und Macht. Ah, ich habe wieder keine Macht. Ja, gut. Das macht nichts, liebe Leute. So, dann... Kommen jetzt hier die Droidikas. Genau, Kollegen. Euch kenne ich doch schon. Zu gut. Okay, alles klar, liebe Leute. Dann. Dann. Und dann hier. Einfach Granaten draufhauen. Einfach Granaten weiter draufhauen. So. Und dann hier. Oh. Was? Die sind sogar beide tot. Okay. Dann. Dann passt das ja. Gut. Dann hier. Genau. Wieder ein langes Ding. Ja, es tut mir leid. Aber es ist halt ein langes Ding. Schaut euch das an hier. Schaut euch das an. Und bam. Ja. Aber ich finde auch seine Dreiecksattacke so cool. Ja. Ja. Und vor allem noch seine X-Attacke hier. So. Gut, Leute. Dann haben wir hier volles Leben. Schon mal gut. Und dann sind wir gleich auch schon bei dem ersten Boss hier. So. Und bam. So. Dann sind wir schon beim ersten Boss. Ich glaub's nicht, ey. So. Genau, da sind wir schon beim ersten Ding. Alles klar. Cool.
So. Ja, der Maststoß von ihm hier, der ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Bam. So. Und bam. Genau. Das wird nämlich ein bisschen herausfordernder mit ihm hier. Weil der Maststoß halt nichts bringt gegen zwei. Das ist halt einfach so. Das bringt nichts gegen zwei. So. Dann hier und hier. So. Ja, Obi-Wan Kenobi ist nicht leicht zu spielen. Absolut nicht. Seht ihr das? Das habe ich nämlich verkackt schon. Das habe ich nämlich schon verkackt. So. Und bam. So. So macht man das. Genau. Alles klar, liebe Leute, dann. Ja, wie gesagt, willkommen zu meinem Wochenende. Ich nehme es an diesem Freitagabend auf, tatsächlich. Es ist jetzt mittlerweile fast Mitternacht. Und, ja. Mir tun auch so ein bisschen die Augen schon weh, aber ich kann es halt nicht lassen, Star Wars zu zocken. Es ist halt so. Es ist einfach zu geil. Was soll ich machen? So, dann kommt jetzt das hier, genau. Bam, 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 bam. So, und hier. Na komm. Und bam, genau. Sehr gut. Und weiter geht's. Und weiter drauf da. So. Und hier. Hey, so, und bam. Und hier. Ja, genau. So. Bin ich mal gespannt, wie viele da jetzt noch kommen. Sind wir bei 17 Minuten, ne? Ja, kann ich eigentlich echt noch... Oh! Ich bin tatsächlich tot. Ich bin tatsächlich tot. Bitte was? Ich bin tot. Ich bin gestorben im ersten Level. Ja, super. Ja, toll. Okay. Dann war es das halt mit dem zweiten Level. Ich wollte eigentlich das zweite Level noch machen, aber... ja. So, dann... Ich wollte eigentlich das zweite Level noch machen, aber ich habe eben... die Energieleiste aus den Augen verloren. Mann! Das muss doch nicht sein, wirklich. Ach, Mensch. Aber gut. Ihr nervt! Ja. Zum Glück trifft er auch hinter sich, ne? Das ist auch so eine Fähigkeit. Die hat, glaube ich, auch nur er hier, ne? Der trifft hinter sich. Schau euch das an. Genau. Das haben die anderen nicht. Das konnten die anderen nicht. So, bam. Und bam. Ne? Schaut mal hier. Der trifft hinter sich. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Bam. Und putz und bam. So. Stellt sich das Ding jetzt auf? Nö, es trifft mich nur. Okay, und bam. Und bam. Und bam. So. Jetzt stellt er sich auf. Jawoll. So, dann. Putz. Und bam. So. Leute, geht mir nicht auf die Nerven. So. So. Dann hier. Bam. So, genau. Und hier. Komm, jetzt auch einer, oder? Genau. So. Bam. Alles klar. Cool. Dann haben wir den Bus nämlich auch gleich. Die Musik ist wieder weg hier. So. Ach, Leute. Bam. Aber hier, es geht auch mit zwei auf einmal. Also der Machtschuss ist nicht so schlecht. Ne, es ist halt... gibt bessere. Ne? Aber muss man halt die Gegner ein bisschen... Hä? Die können sogar abwehren. Oh mein Gott. Okay. So, dann... Bam. Dann ist das Ding auch schon weg. Okay, liebe Leute. Soll ich jetzt noch die 5 Minuten... in den zweiten Level machen, oder... Ja, kommt. Kommt, wisst ihr was? Warum sind wir eigentlich so geizig? Lass uns die 5 Minuten noch machen. Mein Getränk ist leider leer, aber das Wasser nicht. Eine Sekunde.
Ach, tut das gut, ey. Vor allem auch für die Stimme, wenn man jetzt hier ein bisschen Wasser trinkt. So, liebe Leute. Ja, Level 2. Die Sümpfe von Naboo hier. Ach du Scheiße. So. Ach du Heilige. Ja, das ist schon ordentlich. So. Ganz genau. Und hier, komm schon. So. Und bam. Ja, das sind wieder viele Gegner hier, ne? Bam. Oh, jetzt überleben sie weiterhin. Interessant. Die sind anscheinend unterschiedlich stark, ne? Diese Droiden. Aber wie gesagt, hier Obi-Wan ist auch sehr beweglich, finde ich. Ich finde ihn sehr beweglich, Leute. Kann ja auch nicht schaden hier in dem Spiel, aber es ist halt auch gut, wenn man so Plo Koon-mäßig mal ein bisschen stärker wäre, ne? Ah, zwei rote, okay. Bam. Na toll. Na toll. Ey, jetzt mach doch mal hier. Und bam. So. Kann doch nicht sein, sowas. So, Jar Jar, da bist du, ne? Genau, Leute. Da ist wieder diese Szene. Ich hoffe, jetzt funktioniert die. Ja, jetzt funktioniert sie, okay. Wow, okay. Bam. Ja, ich kann hier nichts beschädigen. Ich muss einfach nur laufen. Stimmt, da war ja was. Genau, und besten nicht platt treten lassen von den Dingern hier. Ich habe keine Ahnung, was das auch so ist, ne? Aber geschafft, Leute. Und jetzt kommt hier schon wieder der große Krieg, ey. Mann, Mann, Mann. Hallo? Der Druide wehrt einen Machtstoß ab. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, toll. Ja, toll, ey. Ich sterb jetzt hier gleich. So, ich sterb jetzt hier gleich echt, ey. So. Ich muss aufpassen, ne? Ich sterbe gleich hier voll. Na, ja gut. Ja, das war halt. Shit. Okay, Leute. Da müssen wir jetzt nicht nochmal weglaufen. Gut, Leute. Ich glaube, wir sind jetzt auch ziemlich weit fortgeschritten mit der Zeit, ne? Wir sind bei 23 Minuten. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir schon mal einen guten Einblick bekommen in die Spielweise von Obi-Wan Kenobi. Ich muss sagen, der ist viel agiler, viel wendiger, aber halt die Machtattacke, die ist von ihm jetzt, naja, gewöhnungsbedürftig, ne? Da war es schon auf bessere. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, ja. In der nächsten Folge, die letzte Folge von Star Wars mit Adi Gallia, liebe Leute. Genau, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Und wie es hier mit Adi Gallia weitergeht, liebe Leute, sehen wir beim nächsten Mal. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ja? Tschüss.